Hallo mein Schatz, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Vorab möchte ich mich bei euch bedanken für all eure Abos und für eure Likes. Danke, danke, danke. Und ich bekam zum Video am 13. Freitag, den 13. hatte ich ein Video hochgeladen. Ich glaube, das hieß, im Endeffekt wird es gut, aber man muss irgendwie das, was vorangegangen ist, verstehen oder so. Und es ging in dem Video darum, dass dein Gegenüber nicht kritikfähig ist, dass man mit ihm nicht vernünftig reden kann, dass er den Weg des geringsten Widerstands geht. Und hier ist die Hilfe, also heute Morgen wurde ich erstmal, es ist noch ziemlich früh, durch die Wohnung geschickt. Ich kenne das schon von früher, ich habe eine sehr, sehr starke Anbindung zu den Engeln und ich bekam hier rein, Martina, erstmal alles in Blau. Es geht um Blau. Blau ist beruhigend, ist abkühlend. Es geht darum, dass die Emotionen mal ein bisschen runtergefahren werden, dass man nüchtern auf etwas schaut, ohne den Kontakt zu verlieren zur himmlischen Sphäre. Das ist die Eingabe, die ich bekommen habe. Ich bekam hier diese Engelpost. Die Engelpost, ich habe keine Ahnung, was drin steht, aber die ist schon eine halbe Ewigkeit, steht die hier bei mir rum. Und ich wusste, die soll erst in den Einsatz kommen, wenn das Kollektiv soweit ist oder wenn eine bestimmte Situation oder ein Eckpfeiler erreicht ist. Dazu dann noch diesen Aufkleber, Erleuchtung garantiert. Ich bin selbst sehr, sehr neugierig, was ich hier zeigen möchte. Dann bekam ich Zahlenkombinationen rein, dann bekam ich Musikbotschaft rein. Das heißt, erstmal durfte ich alles, was blau ist, aufbauen. Dann bekam ich Musikbotschaft rein von Faso. Richtiger Mensch, falscher Moment. Das ist die Musikbotschaft von deinem Gegenüber an dich. Oder im Selbstgespräch kriege ich hier rein. Das heißt, das ist das, was er empfindet, wenn er an dich denkt. Dann bekam ich Zahlenkombinationen rein, und zwar 731, 31 und 44. Es geht um die Quelle, mit der du verbunden bist, wenn du das Gefühl hast, du bist verbunden mit deiner Seelenfamilie, vielleicht sogar mit verstorbenen Personen, die dich unterstützen und führen, aber lichtvoll, liebevoll, mit denen du auch zu Lebzeiten liebevoll verbunden warst. Dann ist das auch die Botschaft für dich. Da kriege ich hier sogar das Tor zur Zeit rein. Da gibt es dann eine Zeitkarte. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, was ich hier zeigen will. Auf dieses ist der Storch bzw. die Storchenfeder gefallen. Die Storchenfeder ist auch auf die Zahl 31 gefallen. Die 31 ist übrigens auch die Sonne im Lenormand. Und ich wollte euch nur kurz vorher Bescheid sagen, dass ihr alles in der Infobox findet. Das heißt, die Kartendecks, die ich benutze, die Musikbotschaften, alles, was zu diesem Video gehört. Und ich werde euch auch das Video verlinken. Ja, ich würde sagen, los geht's. Die Musikbotschaft ist von Faso, richtiger Mensch, falscher Moment. Und da kam dann die 731. Und die erste Botschaft lautet, die aufgestiegenen Meister segnen deinen Weg, dich selbst zu meistern mit ihrem Licht. Also zeige dein wahres Selbst und lass die Dunkelheit hinter dir. Im Innersten bist du Licht. Das kann man jetzt so deuten oder so deuten. Ihr beide sollt weiterkommen, du und dein Gegenüber. Also es geht nicht darum, dass einer auf der Strecke bleiben soll, aber es soll verstanden werden, dass das Licht, in das man ja eintauchen will oder in das man kommen möchte oder das man werden möchte, dass das in einem aktiv werden muss, indem man die Liebe lebt. Ja? Also es nützt nichts, wenn man nur von der Liebe spricht oder über die Liebe nachdenkt. Und viele von diesen, ich sag mal, Gegenüber sind sehr im Kopf. Und deswegen kriege ich hier diese Botschaft rein, ja, also die aufgestiegenen Meister segnen deinen Weg, dich selbst zu meistern mit ihrem Licht. Also zeige dein wahres Selbst und lass die Dunkelheit hinter dir. Im Innersten bist du Licht.
Dann kam die 31 und die gilt jetzt tatsächlich für die Zuschauerinnen, die hier überwiegend sind. Die 31 bezieht sich hier auf das Gegenüber, das nicht kritikfähig ist, also ebenfalls auf das Video, das ich euch dann nochmal verlinken werde. Ihr seht, es ist wie ein roter Faden. Und die 31 besagt, für dich, Heilige und Meister, widmen sich zurzeit verstärkt deinen Gebeten und Absichten. Wisse, dass sie ihr Bestes tun, um dir zu helfen. Und dann darauf fiel dann diese Feder. Das ist, wie gesagt, die Storchenfeder. Die Storchenfeder steht für die 17, für den richtigen Weg, steht für eine positive Veränderung. Und diese positive Veränderung zeigt sich in den Zeitkarten. Danach kam die 44 und wir fangen an mit der Zeitkarte. Das heißt, wo fängt das Ganze an, diese positive Veränderung. Wann fängt das an? Wie fängt das an? Für das Kollektiv hätte ich gerne eine Aussage, positive Veränderung mit der 31. Die 31 ist die Sonne. Die Storchfeder ist die 17. Für dich soll Heilung reinkommen. Und das bezeichnet diese Karte. Welche Zeitkarte wird es sein? Die lassen sich Zeit, gell? Danke. Oh, da hat sich mehreres rumgedreht. So, ich lasse die mal. Wartet mal, wie rum machen wir das so rum und dreht die nachher um. Hier haben sich 1, 2, 3, 4. Ich kriege aber zwei Botschaften rein. Das heißt, hier gibt es zwei Lager. Das war auch eben das, was ich hier reinbekommen habe. Es gibt also zwei Lager. Ich lasse das jetzt so liegen. Nummer 1, es kann sein, dass es Schritt 1 ist. Und es kann sein, dass du sagst, nee, ich war immer in Gruppe 1. Und Schritt 2 könnte diese Botschaft sein. Das kann aber auch sein, dass du sagst, nee, ich war immer auf 2 oder ich habe immer diese Position gesehen. Du kannst natürlich auch, wenn, weil das ist ein Kollektiv, ne? Das ist keine persönliche Legung, das ist fürs Kollektiv. Das heißt, das muss allgemein gehalten werden. Ich kann es nicht irgendwie auf eine Person begrenzen. Du kannst natürlich auch sagen, das da ist mein Gegenüber und das bin ich oder das bin ich und das ist mein Gegenüber. Du entscheidest für dich jetzt, wo du dazugehörst oder wie du das jetzt zuordnen möchtest, ja? Die Aussage bleibt aber dieselbe. Danach kam die 44 und die 44, da legen wir dann weiter drauf. Das heißt, dein Schutzengel hüllt dich in einen Mantel liebevollen Schutzes ein. Du bist in Sicherheit, dir kann nichts geschehen. Und da gehen wir jetzt auf die Engelpost. Das heißt, das wäre dann die Engelpost unter der 44. Dir kann nichts geschehen. Das ist dann die Aussage, die ich hier reinbekomme. Durch die Engelpost. Die gilt natürlich für beide Seiten, egal für wen oder was. Das kriegen wir dann schon noch gesagt. Und jetzt geht's los. Und zwar hätte ich gerne einfach Auskunft über den Weg, der jetzt als nächstes kommt. Ah, die sagen hier, ich soll erstmal diese Karten für die Klarheit nehmen. Das heißt, ich nehme die Monology-Karten, das Mondorakel. Aha, ich kriege hier rein, hier ist ein Zyklus. Ja? Was ich noch reinkriege, ist so eine Welle. Und zwar bei weiblichen Personen ist es immer so, sie geben unglaublich viel, bis sie die Spitze der Welle erreicht haben, wie auf dieser Tasse hier. Ich möchte euch das mal gerade demonstrieren. Da seht ihr auf der Tasse, das ist aber eine männliche Tasse, so wildes Wasser und da seht ihr, oben bricht die Welle.
Und bei Frauen gibt es das in der Form, dass sie, bevor sie die Spitze der Welle erreicht hat, ganz viel gibt: Verständnis, Aufmerksamkeit, Güte, Unterstützung, liebevolle Zuwendung. Und dann kommt sie irgendwann oben an und die Welle bricht. Und in dem Moment, wo die Welle bricht, braucht sie ein Gegenüber, das sie auffängt und dann ihr auch diese Stärke oder Kraft oder diesen Halt wieder gibt, damit sie sich in Ruhe kurieren kann. Bei Männern ist es so, wenn die ein Problem haben, ziehen die sich innerlich zurück und in ihre eigene Höhle. Wenn jetzt aber beides zeitgleich passiert und der Mann zieht sich zurück und die Frau bricht in ihrer Welle zusammen, und keiner kann dem anderen mehr irgendwie aus seinem Dilemma helfen, dann kann es passieren, dass das Ganze eskaliert, dann kann es passieren, dass keiner von beiden mehr den Zugang zum anderen findet. Und hier kriege ich aber vom Verhalten deines Gegenübers, weil er einfach nicht in dieser Reife ist, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber er ist nicht in der Reife. Und den Tee, den ich da gemacht habe, weil das in dieser männlichen Tasse ist, bekam ich diese Aussage von dem Teebeutel, ja? Und da steht drauf: Sei dir der Auswirkung deines Handelns bewusst. Also, wenn jemand immer den Weg des geringsten Widerstands geht, sich immer dann zurückzieht, wenn er merkt, dass du nichts mehr zu geben hast, weil deine Welle bricht, und er zieht sich dann zurück, nicht weil er eine Lösung sucht für dieses Problem, sondern weil er den Weg des geringsten Widerstands geht, dann muss er aufpassen. Beziehungsweise dann soll er sich dessen bewusst werden, welche Auswirkung das für euch beide hat, ja? Weil irgendwann erholst du dich vielleicht nicht mehr von diesem Sturm, von diesem Stress, und dann kann es sein, dass du dich woanders erholst. Aber wir schauen jetzt mal hier rein: Klarheit, Erleuchtung, der Zyklus. Der Zyklus. So, wir haben hier auch wieder mehrere Aussagen. Insgesamt 4 Karten kommen direkt unter der Engelpost. Und dann hätte ich gerne hier auch noch dazu die Botschaft. Danke. Und da legen wir dann drauf weiter. Ja? Oh, da ist jemand am unteren Deck, haben wir hier die 4 der Münzen. Von der Schattenseite hier ist jemand geizig. Jemand gibt nichts zu oder will nichts reingeben. Es ist auch eine gewisse Sturheit, Unflexibilität, ja. Dann haben wir hier, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Da habe ich das Gefühl, das bist du, dass du sagst, also jetzt habe ich habe keine Hoffnung mehr, ja. Wir haben hier die 4 der Kelche und es ist keine verpasste Chance, wenn du jetzt nicht wieder auf ihn zugehst, aber hier verhärten sich gerade die Fronten. Das heißt, aktuelle Situation, ja, wir gucken gleich, wann die Verbesserung kommt, aber aktuelle Situation ist, der Brunnen geht so lange zum, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und du sagst hier, also hier ist so viel zerbrochen, ich habe da gar kein Vertrauen mehr und der andere gibt auch nichts rein, ja, also er gibt weder was rein, noch würde es halten. Und die 4 der Kelche, das ist so, man bekommt eine Chance, aber sie wird nicht genutzt. Und du sagst, wie viele Chancen soll ich ihm noch geben? Es ist bereits zerbrochen. Und dein Gegenüber sagt, hier, ich gebe nichts. Ich gebe da nichts rein. Ich bin geizig mit Gefühlen, geizig, weil die Kelche stehen immer für die Gefühle und die Münzen stehen immer für eine Wertschätzung. Ich gebe keine Wertschätzung rein. Ich wertschätze nichts. Ich behalte alles für mich. Ich bin geizig. Ja? Ich gebe dir weder Komplimente, noch gebe ich dir eine Unterstützung, noch bin ich zugänglich, noch sonst irgendwas. Also hier haben sich die Fronten verhärtet. Das ist die aktuelle Situation. Und ich frage jetzt die Gedanken ab deines Gegenübers. Ich kriege hier einmal dich rein.
Kurze Krankheit, ja. Erstmal, ich wollte seine Gedanken abfragen, aber ich kriege hier rein, bei dir ist eine kurze Krankheit, du wirst dich erholen. Das hat dich ganz schön runtergezogen. Bei dir ist gerade die Welle am Brechen. Das ist das, was ich hier reinkriege, ja. Aber ich kriege noch was anderes rein. Nicht nur die Welle bricht in Bezug auf ihn, sondern bei dir kriege ich rein, dafür, dass hier eine Welle bricht, bricht eine andere Welle. Und zwar, ich kriege hier was anderes rein. Schaut euch mal das Bild an. Das ist die Quelle, ja. Und da geht es um die Erleuchtung. Du sollst dein Licht wieder anmachen. Du bist verbunden mit der Quelle. Du musst dich nicht mit dem verbinden, was dir das Selbstvertrauen nimmt. Die Quelle wird dir dein Selbstvertrauen wiedergeben und es soll zum Leuchten gebracht werden. Dann bekam ich rein, ich mache mir bewusst und erkenne jetzt, dass ich selbst die reine göttliche Liebe bin und in mir trage. Ich bin jetzt bereit, mich anzunehmen, wie ich in Wahrheit bin. Das ist das, was ich hier reinkriege. Also, du wirst zwar alles erstmal grau in grau sehen, aber die Wahrheit ist, du wirst dich davon erholen, weil hier haben wir die Quelle. Und die Quelle nährt dich. Da wird auch eine Welle gebrochen, aber die sieht anders aus. Ja? Er bricht deine Welle oder durch das Verhalten von ihm hat es eine Auswirkung, dass die Welle bricht. Dafür hat er gesorgt. Das ist aber unruhiges Wasser. Und hier habe ich sowas wie, ich weiß nicht, aber ich kriege hier so kleine Seen rein von der Musikbotschaft. Ja? Auf seiner Seite, da wir ja jetzt hier auch geguckt haben, am unteren Deck, schauen wir jetzt auch hier am unteren Deck, was hier die Aussage ist. Haus. Wir haben hier das Haus. Das sieht hier so aus, als wenn die Person sich zurückzieht, zwar Informationen empfängt, aber erstmal dafür sorgen muss, dass er selber konstant, stabil und bei sich ankommt. Ja. Man muss erstmal bei sich ankommen und ich habe hier, ach du Scheiße, sorry, guckt euch das mal an, was da drunter ist. Der muss erstmal auftauen, seht ihr das? Wir haben hier die 10 der Schwerter, aber von der lichtvollen Seite, hier hat sich jemand zurückgezogen, mümmelt und geizt mit seiner Wertschätzung, trotzt. Und muss selber erstmal auftauen. Ja, das ist die Info, die ich hier reinkriege. Kleines Kind, ja. Das ist das, ja. Benimmt sich wie ein kleines Kind. Aber wir haben hier auch den Storch drauf, ja. Man hofft trotzdem an eine positive Veränderung. Wie kriege ich den Zugang wieder? Also ich kriege hier zwei Aussagen rein. Jemand trotzt, ist trotzig, ist wie ein kleines Kind. Zack, Haus ist weggefallen, ja. Mein Zuhause ist weggefallen. So. Wenn ich in die positive Veränderung gehen will, habt ihr gesehen, das Haus ist weggeflogen, ja. Also mit Sturheit und mit Eiseskälte wird er niemanden erwärmen. Und er wird auch nicht die Kraft haben, dich zu halten. Krieg hier rein, mein Zuhause ist weg. Du bist mein Zuhause. Ja, die Erkenntnis kommt, aber die kommt halt spät, ne? Okay, los geht's. Positive Veränderung. Es geschieht plötzlich und überraschend auf Position Nummer 1. Es geschieht plötzlich und überraschend die positive Veränderung. Ihr seht, hier sind Raketen, da ist ein Geschenk. Es könnte plötzlich an Silvester sein, die positive Veränderung. Und dann hätte ich gerne noch die ersten zwei Karten dafür. Tritt aus deiner Wohlfühlzone und zeig dein wahres Ich. Das ist das, was ich hier als erstes reinkriege, ja? Dass jemand Wohlfühlzone ist, genauso wie Bequemlichkeitszone oder Komfortzone. Raus aus deiner Komfortzone, es passiert plötzlich und ich kriege ihn rein, ja?
wie so eine Erleuchtung oder Erkenntnis. Könnte sein, dass er das ist, dass er ganz plötzlich kapiert, oh mein Gott, ja, jetzt kriege ich hier so einen rennenden, zu dir rennenden, ja, zeigt dein wahres Ich. Sein, und wir haben hier den Vollmond in Wassermann. Und schaut euch das mal an. Hier ist ein Kelch am Überfließen. Seht ihr das? Hier ist ein Kelch am Überfließen. Und hier bei dir ist er zerbrochen und du fühlst dich krank und schlapp. Also wenn du in seine Richtung guckst oder gehst, merkst du gleich, buff. Aber die positive Veränderung kommt ganz plötzlich und überraschend. Und man zeigt auch sein wahres Ich, sein wahres Selbst. Man überrascht sein wahres Selbst irgendwie. Und ich kriege hier rein, man geht raus, ja, aus dieser Bequemlichkeitszone. Zweite Position hätte ich gerne gesehen. Das ist so gefallen. Heute bzw. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Erste Karte. Heute bzw. jetzt. Eine Woche steht dir zur Verfügung und dann, es wird Winter werden. So, also hier gibt es etwas zu tun. Ab jetzt, ja, heute bzw. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir gucken gleich, worum es geht. Was für ein Zeitpunkt ist gekommen? Das nächste ist, eine Woche steht dir zur Verfügung. Du hast jetzt eine Woche Zeit für die positive Veränderung. Hier wird was eingeleitet. Ab jetzt, ab heute ist es soweit. Ja? Dir steht eine Woche zur Verfügung, weil die positive Veränderung wird erst im Winter geschehen. Ich habe den Eindruck, dass beides gehört zusammen, ja. Entweder ist es eine Silvesterfeier oder eine Geburtstagsfeier oder ein Treffen in einer Gemeinschaft oder was weiß ich oder eine plötzliche Erkenntnis, dass jemand aufsteht und dafür einsteht, ja, etwas zu verändern. Wir gucken uns mal Position 2 an. Heute bzw. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Eine Woche steht dir zur Verfügung. Für was? Wovon musst du dich befreien? Also du hast jetzt eine Woche Zeit, dich von dem zu befreien, was du nicht mehr willst. Ja? Also diese Krankheit, ja? Dieses ungesunde, toxische, nehme ich mal an. Dann haben wir, harte Arbeit zahlt sich aus. Wovon musst du dich befreien? Könnte auch sein, weil ich hatte ja hier das Kind, wenn, egal wen es betrifft, ja? Dass man dieses Zuhause, wie man etwas leben will, ja, dass man hier Kindheitsthemen von zu Hause mitgebracht hat und die aufarbeiten muss, ja, dass Eltern einem was vorgelebt haben, bla bla bla, und dass man sich jetzt mit seinem Kindheitsthema beschäftigt und sagt, so will ich das nicht mehr haben. Winter haben wir hier übrigens auch gehabt, ja, es wird Winter werden. Und da habt ihr ja gesehen, ja, hier muss jemand auftauen, ja, das geht so nicht. Also Eis ist Kälte, jemand muss auftauen, jemand muss feststellen, so funktioniert es nicht. Das Haus fällt weg, das heißt, alte Familienthemen müssen aufgeräumt werden, weggeräumt werden. Man muss sich bewusst werden, was man leben will und was man nicht mehr will. Und schaut euch das mal an, vom reichen Mädchen, vom kleinen Kind zum reichen Mädchen. Man wächst, ja, also egal wer, aber man wächst. Ihr habt also die Aufgabe, beide Seiten jetzt etwas zu bearbeiten, hinter sich zu lassen. Jetzt gucken wir uns die Erleuchtung an. Jetzt bin ich echt gespannt. Und zwar die Engelpost. Wir wollten ja wissen, schön, dass es dich gibt. Es ist auch ein Schmetterling drauf. Und der steht für Transformation. Welche Erleuchtung verbirgt sich dahinter? Was ist die Botschaft? Ach, wie süß, schon wieder so ein Herzdream.
So sieht's aus. Ich mach's mal für euch auf. Da ist ein Tee drin. Fatimas Hand. Ich muss euch das mal so aufmachen. So, ich lege das mal hier hin. Wir haben hier eine Feder. Hier haben wir noch eine Feder. Und zwar zum Wachstum, die Krone nach oben. Ein Engel des Empfangens. Also hier ist der Engel des Empfangens. Dann haben wir hier noch eine Musikbotschaft und einen Tee. Was haben wir denn hier für einen Tee? Glückstee. Dann haben wir Fatimas Hand und die Botschaft. Ich halte sie euch erstmal so hin, dann seht ihr das selbst, ohne mir die Finger zu verbrennen, wenn es geht. 23:23. Dein Fokus darauf, dich zu entwickeln und eine positive Kraft in der Welt zu werden, macht sich bezahlt. Die Engel möchten dich wissen lassen, dass du auf der Erde einer von ihnen bist. Also das ist die Erleuchtung, ja? Deine Entwicklung ist wichtig. Wenn du Themen hast, egal welche Themen, wenn dir das bekannt vorkommt, dass dir jemand, dein Gegenüber, nicht die Wertschätzung entgegenbringt und du kennst es aus deiner Kindheit, dass man dich ignoriert hat, ja? Dass man dich nicht ernst genommen hat. Es hat nichts damit zu tun, dass du das persönlich nehmen solltest, weil du nichts wert bist. Es hat nichts damit zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Person, die dich nicht sieht, mit sich selbst so beschäftigt ist und alles dreht sich im Moment nur um diese Person. Sie hat also nicht den Zugang, Rücksicht zu nehmen oder, wie soll ich sagen, empathisch genug zu sein, um umsichtig zu sein. Das ist ja genau das, ja, was hier draufsteht. Die Person versteht nicht, sei dir der Auswirkung deines Handelns bewusst. Das, was die Person mit dir veranstaltet, dass sie sich dessen gar nicht richtig klar ist, weil würde sie sich in dich hineinversetzen, dann würde sie nicht so handeln. Wenn sie selbst so behandelt wurde, dann überträgt sie das aus der Kindheit auf dich und andersrum genau dasselbe. Deswegen widmet euch euren Themen, damit ihr da keine Wiederholung macht. Und es nützt nichts, wenn hier jemand Kniegas gibt und sagt, so, jetzt komme ich, aber jetzt hole ich dich ab, weil ich liebe dich, ich will dich und bla bla bla. Da hast du nichts davon, wenn die Person nichts begriffen hat. Und die Frage ist ja, wie verändert sich das plötzlich? Ja? Was ist da, was da jetzt in Fahrt kommt und wie verändert sich diese Dynamik? Und jetzt nehme ich die Karten meiner Oma. Nimm die Karten nochmal alle zusammen. Leider kann ich jetzt die anderen Karten nicht mehr nehmen, weil die eine Hauskarte runtergefallen ist. Ach so, ich habe ja hier noch eine Botschaft. Das ist ja interessant, wirklich. Ich komme hier vor wie immer. Schnitzeljagd, ja. Glückwunsch. Wir haben hier die 777. Du hast gut auf deine göttliche Führung gehört und diese Weisheit in fruchtbare Taten umgesetzt. Jetzt erntest du die Früchte deiner Bemühungen. Dein Erfolg inspiriert und hilft anderen. Daher fahre bitte mit deiner guten Arbeit fort. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, los geht's. Wir schauen uns das an. Die positive Veränderung, was kommt dann? So, die ist jetzt quer gefallen. Das ist Judgment. Hier muss etwas Altes sterben. Guckt euch das an. Das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft. Erst muss das Alte sterben. Es gibt hier einen Befreiungsschlag und du wirst unterstützt von der lichtvollen geistigen Welt. Ich mache das jetzt mal hier rein und dann geht es hier weiter mit den Karten meiner Oma. So, das Alte wird abgelöst, ja. Hier kommt auch Gnadenenergie rein. Das Alte wird sterben. Man möchte sich befreien, man möchte da raus.
Und eine wirklich neue Ära, Neugeburt kriege ich hier rein. Ja, es ist Maria und Josef. Ich kriege hier rein ein Richter. Also wir haben hier den Richter und das Unglück, ja. Das sind die Karten, die hier reinkommen. Erstmal geschieht hier etwas, was einem genommen wird, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich kriege das hier rein, dass es von oben inszeniert wird, beziehungsweise nicht inszeniert, sondern dass es so kommen musste, dass etwas wegfällt, was man nicht mehr hat. Und ihr habt ja gesehen, das Haus vorhin ist weggefallen, ja? Das Haus ist vorhin weggefallen. Man hat die Erleuchtung erst, wenn etwas wegbricht. Stabilität und so weiter. Musikbotschaft habe ich noch vergessen, kriegt ihr gleich. So, und das ist Gerechtigkeit. Das heißt, wenn man schäbig mit etwas umgeht, wenn man schlecht mit etwas umgeht, muss man sich nicht wundern, wenn man es verliert, ja? Das darf nicht mehr sein, dass hier jemand krank gemacht wird. Dazu, da sind die Karten hingefallen. Es ist nicht der Sinn und Zweck, dass du auf die Erde kommst, um dich weiterhin malträtieren zu lassen, striezen zu lassen, schlecht mit dir umgehen zu lassen. Das ist toxisch, das ist nicht gesund und die lichtvolle geistige Welt schreitet hier ein. Nach dem Unglück, nach dem, was passiert dann? Hier hat jemand in Kopflage, ja, dein Gegenüber wird Sehnsucht haben. Wir haben auch die andere, die Gerechtigkeit, Sehnsucht. Man wird vermissen. Wohin führt das Ganze? Das Haus. Das Haus. Es gibt ein neues Zuhause. Schaut euch das mal an. Das ist ja krass. Da haben wir einen Schwan unten drin, ja? Und wir haben einen Teich, beziehungsweise einen Bach, der da am Haus vorbeifließt. Das heißt, hier kommt wieder was in den Fluss. Es gibt ein neues Zuhause und da wartet bereits ein Schwan, ja? Und Schwäne sind monogam, die sind sich ein Leben lang verbunden und treu. Die suchen sich einen Partner aus, mit dem sie sich dann wirklich lange... Und hier ist Sehnsucht, ja? Von der anderen Seite. Aber man hat es ihm jetzt weggenommen. Kriegst wirklich so rein, dass du geschützt bist und dass du vor solchen Energien bewahrt wirst. Was passiert denn da? Also wir haben hier die zwei der Stäbe. Es reicht nicht mehr, nur irgendwelche Pläne zu machen, im Kopf zu sein. Das reicht nicht mehr. Ich habe hier... Harte Arbeit zahlt sich aus. Wovon musst du dich befreien? Von irgendwelchen Plänen, ja? Also das ist bei deinem Gegenüber. Harte Arbeit zahlt sich aus. Und wovon musst du dich befreien? Ja, von einfach nur irgendwelche Dinge, die man so in der Zukunft rausschiebt. Das hat keinen Halt mehr, ja? Alles, was nur im Kopf gemacht wird, das reicht nicht mehr. Das ist nicht mehr das. Und deswegen bricht es auch weg. Wie geht's weiter? Ich hätte gerne eine Botschaft zum Haus. In die Zukunft. Nein, die Karten wollen nicht sprechen, dann lassen wir die da. Auch wenn das Haus jetzt fehlt, nehme ich jetzt trotzdem nochmal dieses Deck, weil das Haus haben wir jetzt am anderen Kipperdeck. Okay, jetzt guckt euch das mal an. So geht's weiter. So geht's weiter. Und zwar, man hat es geschafft. Man hat es geschafft, neue Ära. So geht's weiter und jetzt drehe ich euch mal die Karten rum. Reicher, guter Herr.
Hier kommt eine männliche Person auf euch zu, der euch wertschätzt. Eine männliche Person, die euch wertschätzt. Aktivität. Hier ist jemand aktiv. Also ihr lasst hier wirklich altes, schäbiges hinter euch. Hier kommt eine männliche Person auf euch zu. Das ist das. Ihr werdet eine neue Ära begehen. Das heißt, hier ist eine männliche Person, die euch wertschätzt und immer aktiv für die Schönheit sein wird, ja? Aktiv. Die 34 steht auch im Lenormand für die Fische. Neuanfang, dadurch, dass die 13 auch darunter steht, also ein Kind. Neuanfang mit einer Person, eine ganz neue Ära. Und diese Person wird für diese Stabilität, für das Zuhause aktiv. Hier habe ich das Gefühl, hier kommt jemand ganz Neues. Das Alte wird wirklich zurückgelassen. Ich frage jetzt nochmal, was passiert mit dem Alten? Was ist da mit dem Alten, was zurückgelassen wird? Auch wenn es hart ist und schwer fällt. Aber es kann sein, dass hier was abgeschlossen wird. Was passiert im Gefängnis? Das ist hier nach hinten gefallen. Was passiert mit dem Alten? Fühlt sich gefangen. Die Zeit ist abgelaufen, ihr Lieben. Ende des Jahres ist die Zeit abgelaufen. Die Person wird zurückbleiben und wird sich in ihrem eigenen Gefängnis wiederfinden, weil sie sich nicht weiterentwickelt hat. Das ist das, was hier reinkriegst. Tut mir wahnsinnig leid. Jetzt noch die Musikbotschaft. Es tut mir leid, aber ich kann nichts anderes sagen, ne? So ist das Leben. Auf einmal war es Liebe. Wir haben hier Susi Quattro und Chris Norman Stumbling In. Und zwar auf dem YouTube-Kanal Dreamtime Music Video. Krass. Da stolpert jemand in dein Leben und es hat einen Sinn, warum ich das so rum gesagt habe. Also warum erst das und dann am Schluss diese Musikbotschaft, ja? Stumbling In, Chris Norman und Susi Quattro. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber wird hier gefangen sein in sich selbst. Diese alte Energie bleibt zurück, wer auch immer da auf dich zukommt. Wow. Zu der neuen Person, also wenn ihr da eine persönliche Legung buchen möchtet, würde ich schon sagen, da machen wir das wirklich individuell, weil ich nicht weiß, wer tatsächlich in der Reisegruppe ist. Aber einen Hinweis hätte ich doch noch. Was ist wichtig zu wissen bei der neuen Person? Bitte eine allgemeine Aussage. Was ist wichtig zu wissen bei der neuen Person? Ich soll ein anderes Kartendeck holen, aber mir bleibt keine Zeit mehr. Nach 38 Minuten ist das Video fertig. Ich krieg hier gerade so ein Grinsen rein. Es wird dir zugeführt, soll ich dir sagen. Ich soll dir keine Karten mehr dazu legen. Ich krieg hier von der lichtvollen geistigen Welt eine Aussage. Ein mildes Lächeln, ein wohlwollendes Lächeln. Das, was zu dir gehört, wird zu dir geführt und wird dann auch mit Leichtigkeit gelebt und du wirst sehr, sehr glücklich sein. Also entspanne dich, sei nicht traurig, sei nicht enttäuscht für das, was aus deinem Leben verschwindet. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe. Und ich habe hier Kronenchakra. Es ist Spiritualität, Gotterkenntnis, Gottvertrauen, Erleuchtung, Religiosität oder Vollendung, Anbindung, Chakrastein, Amethyst, Bergkristall und Azurit. Das war die Botschaft zum Schluss. Für dich, du bist verbunden. Fühl dich geliebt vom Universum und glaub daran, dass das Richtige auf jeden Fall zu dir kommen wird, was dir gut tut. Bis dahin alles, alles Liebe.
bis zum nächsten Video und danke für eure Likes und danke für eure Abos. Bis bald, eure Martina. Ciao, ciao.